Jo, herzlich willkommen Leute, hier zu einer neuen Runde Raziel Dungeon Arena. Yeah. Das ist jetzt das erste Mal für mich, dass ich dieses Spiel auf meinem neuen Spielzeug spiele. Und zwar das Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Und was soll ich euch sagen, Leute? It is a dream. A really motherfucking dream ist das hier. Das sieht so geil aus. Das ist ein riesen Tablet. Das fühlt sich gerade an, als ob ich hier ein Kilo Fleisch in der Hand hätte. Aber das sieht einfach nur geil aus. Das läuft flüssig wie Butter. Einfach nur herrlich. Ist natürlich jetzt mega ungewohnt, hier drauf zu zocken, weil das ist halt nicht so klein und handlich. Aber ich habe auch hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie zeigen kann. Ne, nur Sound-Settings, schade. Wenn ich dran denke, zeige ich euch das gleich mal. Ich habe alles auf Full. Und das Ding läuft gefühlt hier auf 1 Million Frames per Second. Also 1 Million FPS. Gefühlt. Natürlich ist es nicht so. Aber es ist so eine Dream. Wirklich so ein Dream. Ja, wollte jetzt einfach mal die Aufnahme hier anschmeißen, während ich hier so ein bisschen in der Story voranschreite. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. So, wo seid ihr? Da kann ich eigentlich hier runter teleportieren? Nö, natürlich nicht. Warum sollte das auch gehen, nicht wahr? Oh, was war denn das hier? Was soll denn das, mein kleiner Freund? Was soll denn das? Frisst das und das und das. Ah, die kleine süße Maus hier hält echt wenig aus. Ja, das reimt sich ja sogar. Die kleine Maus hält nicht sonderlich viel aus. Ich muss laufend Tränke schlucken. Das gefällt mir nicht so. So, wo muss ich denn eigentlich lang? Ach, da, da unten hin, okay. Ist ja voll die falsche Richtung. Warum sagt mir das denn keiner hier? Naja, da blinkt es schon. Boom! Feuerball mitten in die Fresse. Hier ist ein Altar. Was bringt der mir? Ach, XP, okay. Wusste ich jetzt auch noch nicht. Oder was ist das hier? Ach, ein Buff, okay. Gibt's hier nicht noch irgendwie eine Kiste oder irgendwas? Nö. Schade, schade, schade. Was ist denn das hier? Auch nichts. Okay. Ja, ich spiele im Hintergrund. Weiß nicht, ob man das hören kann. Es ist ziemlich leise. Ich habe mal ein bisschen Background-Musik eingebaut. Lofi Hip-Hop-Beats. Mega chillig, mega entspannt. Achso, ich wollte ja mal die Einstellungen zeigen. Settings. Graphics. So, da sieht man's. Was? Resolution? Da war doch. Hey, ich hab's ja gestern auf Dings gestellt, auf Super High. So, jetzt aber. Super High. Alles on, Max FPS, Anti-Aliasing, High. Reflections. Ja. Und es sieht einfach nur geil aus. Es ist so ein Dream, wirklich. Also, mit Mobile Games heutzutage alle zu können, ist der Wahnsinn. Das ist auch die Zukunft. Das habe ich schon vor Jahren gesagt, dass Mobile Gaming die Zukunft sein wird. Und man sieht es immer mehr. Jeden Tag kommen neue Games raus. Und ab und zu mal richtig geile Perlen. Unter den Mobile Games, wie zum Beispiel dieses Game.
Ja, du sprichst mir aus der Seele. I like it, sagt er. So, was haben wir hier? Nichts. Boom, boom, boom. Ist da was? Ich hab mal Bock auf den Paladin hier. Okay, hier geht's nicht weiter. Da nach oben muss ich. Okay, wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Verdammt. Muss ich. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Hä? Komme ich denn da hin? Holy shit, was ist das denn? Ach, hier. Okay. Ja, hätte mal gerne ein bisschen neuen Stuff für den Dude hier, für den Paladin. Aber am meisten freut mich schon, ich glaube Level 40 ist das, habe ich gehört, wenn man neuen Helden kriegt. Ich hätte gerne den Hunter, ehrlich gesagt. Boom, 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 boom. Ich mach euch alle fertig, ihr Grünhäute. Boom. Also der haut echt gut rein hier. Zack, zack, zack. Eigentlich nur Button Smashing hier. Eigentlich muss man nur die Buttons smashen. Oh, 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 oh. Okay, doch nicht. Ja, okay. Okay. Weg vom Fenster ist er. So muss das. Aber nicht anders. Hallo Chest. Was gibt's denn hier so Schönes? Und ein Legendary, jawohl. Oder? Flame Core? Was ist Flame Core? Also, es ist ein Flammenkern, ja, das ist mir schon klar, aber ist das ein Item? Oder ist das nur irgendeine Zutat zum Craften? Ich lasse mich überraschen. Wir gehen mal in die City. Und dann gucken wir mal ins Inventar, was wir da bekommen haben. So. Ja. So, was haben wir denn hier? Hatred Leather Pants, Hatred Cloak, Gloves, Anima Ring. Okay, also das war anscheinend wirklich nur eine Zutat. Na gut. Oh, jetzt ist das Spiel abgeschmiert. Fand die Geist nicht so geil. Naja, was soll's. Vielleicht ist die Grafik einfach zu gut. Ja. Das hatte ich bisher noch nie, dass das Game abstürzt. Das ist das allererste Mal. Aber es geht ja schnell, bis man wieder drin ist. So. Dann nochmal auf ein neues. So, warte mal. Ich wollte mal gucken, die Einstellung. Hat er die jetzt irgendwie zurückgesetzt oder sowas? Graphics, super high. Okay. Ja, nee, ist alles an. Okay. So. Dann wollte ich ja mal gucken, was wir hier so an Items haben.
Hatred Leather Pants. After you are attacked, all nearby allies gain magic rest for 10 seconds. Finde ich jetzt nicht so geil. Your normal attack will increase your skill attack by bla bla bla. Okay. Your active skills have a 25 chance to launch a lightning orbs. Okay. Ja, gefällt mir irgendwie alles nicht so gut. Daily ist abgeschlossen. Und weiter geht's in der Story. Ja, die Story ist mir eigentlich scheißegal, auch wenn die bestimmt ziemlich gut ist, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist mir einfach too much. Kein Bock, so viel zu lesen. Mich interessiert ja schließlich das Gameplay. So. Guck mal her. Bam. Bam, 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 bam. Holy. Die hauen da mal richtig rein. Alter Verwalter. Ich muss echt aufpassen. Die tun echt weh. Oh oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, ist doch kein Problem für Jim hier. No problem. Mann, sieht das Spiel geil aus, ey, wirklich. Und wenn so Diablo Immortal irgendwann mal aussehen sollte, boah, das wäre so ein Traum, wirklich. Aber ich glaube, Diablo Immortal werde ich nicht mehr überleben. Also wer weiß, wann das Game mal rauskommt. Ist ja gefühlt seit 10 Jahren angekündigt, aber da passiert einfach nichts. Vor 2 Jahren haben sie, glaube ich, gesagt, irgendwie die Entwicklung ist schon beendet, aber der Prozess ist noch nicht ganz zu Ende. Irgendwie so. Also verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. Habe ich überhaupt kein Verständnis für. Dass man sagt, dass das Spiel von der Entwicklung her fertig ist. Aber, ja. Das Spiel einfach nicht released wird. Also wie viel Zeit da flöten geht, ja? Unglaublich. Aber ich finde auch so, ehrlich gesagt, Blizzard Entertainment ist immer mehr auf dem absteigenden Ast, so. Also, früher war Blizzard Entertainment ja, wo es noch normales Blizzard war, war es ja wirklich das Nonplusultra. Jedes Spiel war geil. Jedes Spiel war wirklich gut. Aber jetzt gefühlt seit Jahren kommt einfach nichts Gescheites mehr. Das Einzige, was richtig gut läuft, meiner Meinung nach, ist WoW. Und ohne WoW wäre Blizzard schon pleite, glaube ich. Also wirklich. Das ist jetzt meine Meinung. Die natürlich total subjektiv ist. Und ja. Also meiner Meinung nach müssten sie einfach mehr Updates bringen. Vor allem auch für Diablo 3. Also was da... Da kommt ja gefühlt gar nichts. Klar, es gibt immer eine neue Season. Mit einem neuen Season-Thema und so. Wow, toll. Oh, Entschuldigung. Bin gerade fast eingeschlafen. Nee, also wirklich. Also... Ich bin nicht mehr der Blizzard-Fanboy, den ich früher war. Mal kurz mal konzentrieren hier bitte. Jetzt muss ich mich doch glatt mal konzentrieren. War's das schon oder was? Hä? Okay, die sind ja schnell gefallen. Ja. Ach so. Jetzt kommt erst der Endkampf oder was? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Na, wenn der nicht an Diablo erinnert hier. Sieht ja fast aus wie Diablo.
Auch die Fertigkeit hier eben. 1:1 Diablo. Oh, shit. Oh, das könnte gleich Ende sein. Jetzt mal kurz konzentrieren. Concentration, please. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin gleich tot. Irgendwie habe ich das Gefühl. Oh, ja. Verdammt, nein. Ich kam nicht schnell genug weg. Damn it. Damn it. Komm, ich revive mich einfach mal. Ich will den jetzt besiegen hier. Komm, Alter, ich muss den noch schaffen. Krass, ey, dass hier so ein Endboss ist, hätte ich ja nicht gedacht. Hab ich jetzt noch nie erlebt, bisher. Uiuiui. Ich muss aufpassen. Warum haut der denn der immer ab, ey, das fette Schwein? Bleib einfach mal stehen, Alter. Verdammt. Ah ja, okay, jetzt bin ich wieder tot. Ey, man kommt da nicht schnell genug weg? Ey, warum lebe ich denn wieder? Ach so. Hä? Wie soll ich denn da wegkommen? Ach komm, Alter, ey. Komm, Alter. Ey, komm. Der muss doch erstmal im Dreck liegen, verdammte Scheiße hier. Jawohl. Friss Staub, du Sack. Und dann gibst du mir nicht mal was Gescheites an Loot hier, du kleiner Drecksack. Schäm dich. Geh auf die Stelle Treppe, du Nappel. Dafür zerstörst du deine Vasen. Du bist gemein. Dafür müssen deine Vasen dran glauben. Jetzt musst du mich echt zweimal wiederbeleben. Scheiße. Dafür muss man ja mal diese Federn benutzen. Und die sind, glaube ich, recht wertvoll. Egal, ich habe mich noch nie wiederbelebt. Scheiß drauf. Okay. Das war's. Back to town. Ja, danke, interessiert mich gar nicht. Ja, geiles Game, wirklich geiles Game. $5. Nee, danke. Will ich nicht. Hab keinen Bock drauf. So, was haben wir denn hier? Haben wir irgendwas freigeschaltet? Daily. Claim. Claim. Was haben wir hier noch? Ach, hier unten die Truhen. Truhe. Challenge. Use Alina Skill Ice Cone to challenge Terran Chapter 1. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Jo. Was haben wir hier? Daily Online Reward. 30 Minuten. Schön. Was haben wir hier? Completed. Questmaster. Clear Act 4.
Dankeschön. Jo, macht doch Spaß. Aber ich mache jetzt mal eine kleine Spielpause. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Oh, was ist das hier noch? Okay. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ja, wenn ihr Bock habt, gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren und dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein und tschüssikowski.